Hallo zusammen und herzlich willkommen wieder zurück. Heute schauen wir uns mal das Apple iPad an, das neue iPad Pro, um genau zu sein. Ich habe das Gerät hier vor mir liegen. Seit vorgestern habe ich das Gerät. Ich habe es aber noch nicht ausgepackt, muss ich dazu sagen, um einfach dieses Video zu machen, bin aber leider vorher nicht dazu gekommen. Deswegen ist es das erste Mal, dass ich das Gerät überhaupt auspacke. Ich habe nur vorhin schon mal diese Folie entfernt, um das einfach ein bisschen fixer zu gestalten, das Ganze. Also schauen wir uns heute einmal das Gerät an von außen. Ich werde es mal kurz einrichten, und um das Display auch mal zu zeigen. Auch mal ein anderes iPad daneben halten, um den Größenunterschied auch zu demonstrieren. Derzeit ist es leider relativ schwer, das iPad zu beziehen. Ich habe lange darauf gewartet, über den Provider, über meinen Mobilfunkprovider. Da ist leider derzeit nichts mehr möglich und auch vor Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr gängig. Deswegen bin ich einfach in den Apple Store gegangen, meines Vertrauens, habe vorher angerufen, die hatten am selben Tag zum Lieferung bekommen, und deswegen habe ich mir das iPad dort einfach für den vollen Preis gekauft. Das Gerät hat einen Preis von zwischen 899 Euro und 1229 Euro. 899 Euro für die 32 GB Version, 1079 für die 128 und 1229 für die 128 mit LTE. Ich werde das Ganze mal ganz kurz umdrehen, dann seht ihr auch, welche das hier ist. Und das könnt ihr schon sehen. Das ist die 128 GB Version Wi-Fi und Cellular. Also die teuerste Version für 1230 Euro. Dazu kommen noch solche Spielereien wie AppleCare oder ähnliches. Dann seid ihr also schnell mal bei 1400 Euro, je nachdem, ob ihr einen Stift und die Tastatur noch wollt, auch noch mehr. Was gibt es dem Gerät zu sagen? Das ist Apples erstes iPad, was so riesig ist. Das hat ein 12,9 Zoll Display. Ich habe es mir im Apple Store natürlich schon mehrmals angeschaut. Das ist also wirklich riesig. Muss aber dazu sagen, mir kommt es nicht zu groß vor. Also manche mögen vielleicht sagen, das ist einfach zu groß zum Arbeiten. Ich persönlich finde es einfach cool. Ich benutze selber auch dann beziehungsweise noch andere Tablets schon mit Stifteingaben, um einfach Grafiken zu zeichnen, Photoshop oder ähnliches zu benutzen. Oder auch für meine Kunden, wenn ich immer mal unterwegs bin, ist das einfach super bequem. Ich muss nicht immer ein MacBook mitschleppen, um denen was zu zeigen, sondern kann einfach dieses typische Wischen rechts und links, um irgendwelche Bilder oder Präsentationen fortlaufen zu lassen. Das ist also relativ easy. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das Gerät einfach mal auf, beziehungsweise die Packung einfach mal auf und schauen da mal rein. Das ist ein bisschen schwieriger hier, weil das relativ stramm alles sitzt, muss ich sagen. Deswegen ziehen wir das mal ganz kurz nach oben, halten wir das auch auf, und da seht ihr bereits das Gerät. Nimmt die ganze Packung natürlich ein, wer hätte das gedacht. Das ist jetzt die silberne Variante, es gibt das natürlich noch in Gold und in Space Gray. Space Gray ist die Verfügbarkeit aber derzeit noch schlechter. Ich fand Silber so ein bisschen angenehmer als Farbe. Gold ist natürlich, naja, Geschmackssache, fällt wohlgemerkt nicht so oft bei dem Gerät hier, muss ich sagen. Es ist einfach nicht mein Fall, muss ich dazu sagen. Was ist in der Verpackung noch drin? Wir legen das mal ganz kurz zur Seite, bevor wir uns das wieder näher anschauen. Hier haben wir natürlich noch das Ladekabel. Hier dieses obligatorische Mäppchen von Apple mit dem Pin drin, um hier die SIM-Karte reinzulegen, also um dieses Fach zu öffnen an der Seite. Und einen dicken Ladestecker diesmal wieder. Ihr seht es hier. Das ist also etwas kräftiger als diese ursprünglichen Ladestecker von den iPads, die man vielleicht so kennt. Finde ich jetzt aber nicht weiter stören, muss ich sagen. Das wird eh irgendwo einmal angeschlossen, dann hat sich die Sache auch erledigt. So, nehmen wir den Karton mal ganz kurz beiseite und schauen uns mal hier das Gerät selber an. Das ist also wirklich riesig, muss ich sagen. Ich habe hier mal ein iPad 9,7 Zoll, noch zum Vergleich. Ich lege das einfach mal ganz kurz drauf in die rechte Ecke hier unten. Und ihr seht einfach schon, das Ding ist wirklich, doch schon vergleichbar mit einem Laptop von der Größe her. Und wenn ihr das mal in die Mitte legt, also das Display ist wirklich größer als das gesamte iPad, das alte. Apple sagt ungefähr, dass es zweimal das iPad Air in Hochkant ist, also wenn es so drauf liegt von der Displaygröße. Das könnte ungefähr hinhauen, ihr seht das vielleicht ein bisschen weniger, aber das ist schon echt massiv, muss ich sagen. Wer sagt, ich bin schon mit dem alten iPad zufrieden, für den ist das wahrscheinlich nicht die optimale Lösung, sich dieses Riesenteil dann noch zu kaufen. Was gibt es dazu noch zu sagen zu dem Gerät? Erstmal außen optisch, das ist relativ schlicht gehalten, wie man es vom iPad Air kennt. Das ist sehr, sehr schmal, ich werde jetzt mal ganz kurz Hochkant halten. Das ist also nur 6 mm dick. Und auf der Rückseite, schlichtes Apple-Design. Und ihr seht hier oben dieses Antennen, diesen Kunststoff, weil Aluminium ja bekanntlich keine Antennensignale durchlässt, hat Apple hier oben diese Kunststoffleiste verbaut, also nicht wie beim iPhone typisch diese Striche quer rübergezogen, sondern einfach hier oben dieses Teil. Wenn ihr euch die Version ohne LTE kauft, ist das natürlich hier komplett durchgehend Aluminium. Das ist also nur bei der LTE-Version sieht das so aus, damit ihr das auch unterscheiden könnt. Ja, dann würde ich sagen, fackeln wir mal nicht lange und schalten das Gerät einfach mal an. Ich lasse das einfach mal so rumliegen, dann muss ich die Kamera nicht nachher noch drehen oder das Video umdrehen nachher, das Ganze zu vermeiden. Drücken wir das mal hier oben an. So, und ihr seht, es startet, und das ist wirklich, also wenn ihr das erste Mal anschaltet, ist das wirklich so ein Wow-Effekt, muss ich fast sagen.
Ja, das Display ist also wirklich so riesig und so hell auch. Das ist jetzt nicht die hellste Stufe. Das ist wirklich schon, ja, ich sag mal, überwältigend und bis dato bei Tablets fast ungesehen, möchte ich sagen. Viele vergleichen das ja ganz gerne mit dem Surface von Microsoft. Natürlich kann man das vergleichen. Man hat bei einem Surface einen vollwertigen Windows-Laptop im Endeffekt. Aber es ist natürlich schwer zu sagen, was ich lieber möchte. Also ich finde einfach die Produktivität von diesen iOS-Geräten, die ist so simpel und so schnell. Das läuft einfach für mich flüssiger ab als ein Surface. Und ich muss sagen, ja, beim Tablet möchte ich nicht irgendwie im Vordergrund stehen haben, dass ich da weiß, was für komplizierte Anwendungen machen kann, sondern da möchte ich einfach die Bedienerfreundlichkeit haben, dass es flott geht. Das ist ein Gerät, was ich mitnehme, das ist ein Gerät, was ich zum Surfen benutze, ich persönlich zum Surfen benutze und nicht irgendwie da großartig das als vollwertigen Laptop-Ersatz benutzen möchte. Dafür kann ich mir dann doch wirklich lieber einen Laptop kaufen. Denn ich sag mal, wenn man beim Surface in Leistungsklassen geht, die wirklich für anspruchsvolle Programme dann sinnvoll sind, also zum Beispiel, wenn ich Cinema 4D benutze oder ich sag mal Photoshop irgendwelche Großverarbeitungen mache, dann bringt vielleicht auch das Billig-Surface nicht wirklich viel. Und wenn ich dann gucke, dass ein Surface dann doch 2.500 € kosten soll, ja, das ist dann doch schon eine Summe, wo ich sagen muss, naja, ist glaube ich nicht mehr so ganz gerechtfertigt. Ja, was habt ihr gerade gesehen? Das ist hochgefahren, sag ich mal, das ist jetzt bereit zur Einrichtung. Ihr könnt das hier drüber streichen, das ist ganz Apple-typisch. Ich werde es jetzt einfach mal kurz auf Deutsch setzen, natürlich dann auch dementsprechend auf Deutschland. Dann läuft die Spracheinstellung ab. Ich lasse es jetzt nochmal in der Folie, ich denke, man kann es auch so ganz gut erkennen. Und das sind meine ganzen WLAN-Netzwerke hier, beziehungsweise nicht alles meine WLAN-Netzwerke, aber die ersten vier sind dann doch meine WLAN-Netzwerke. Naja, gut, ich werde einfach mal jetzt hier das Ganze nicht überspringen können, sehe ich gerade. Dann werde ich einfach mal WLAN wählen. Ich nehme das mal ganz kurz hoch und drehe das um dafür. So, jetzt läuft hier die Aktivierung durch. So, und das Gerät ist betriebsbereit. Jetzt können wir ja noch die Ordnungsdienste aktivieren. Naja, ich sag mal, das mache ich mal alles später. Beziehungsweise deaktiviere jetzt erstmal. Okay. Also Touch-ID werde ich jetzt auch erstmal Touch-ID später einrichten. Fortfahren. Dann können wir uns das Ganze mir jetzt sparen. Jetzt können wir noch so einen Sicherheitscode eingeben. Die Code-Option könnt ihr hier ändern. Das ist relativ neu jetzt bei iOS, dass ihr auch mehrstellige Codes eingeben könnt oder numerischen Code. Naja, ich werde jetzt einfach mal Code nicht hinzufügen machen und dann fortfahren. Und ja, dann werde ich das mal als neues iPad konfigurieren. Ist ja so ein neues Gerät, sage ich jetzt mal. Jetzt muss ich nochmal hier schauen. Naja, kann ich das nicht überspringen? Nein, leider nicht. Dann müssen wir das auch noch ganz kurz eingeben. So, lassen wir das jetzt nochmal kurz durchlaufen hier, bis das fertig ist. Das dauert ein bisschen, das kennt man von iOS-Geräten. Bei der ersten Einrichtung musste er ja erstmal eine Verbindung starten, dann musste die iCloud-Einstellung ändern, beziehungsweise, ja gut, machen wir das auch mal später hier. Nicht senden. Los geht's. Und jetzt haben wir den Homescreen. Ja, ihr seht, das ist Apple-typisch, 4x5-Symbole. Also eine Reihe fehlt hier noch unten drunter. Finde ich ein bisschen schade persönlich, muss ich sagen. Man hätte auf diesem Riesenbildschirm auch vielleicht die Symbole entweder etwas größer gestalten sollen oder dementsprechend einfach das Raster vergrößern sollen. Also wirklich fünf Apps nebeneinander bekommen und vielleicht auch eine Reihe mehr nach unten bekomme. So ist das nach meiner Meinung ein bisschen verschwendeter Platz. Aber ansonsten ist das natürlich auf dem großen Display wirklich extrem gut zu erkennen alles. Da kann man wirklich schöne Sachen mitmachen. Das ist also doch um einiges angenehmer. Was ich wirklich schön finde bei dem neuen iPad ist die Tastatur. Wenn ich jetzt hier mal eine Notiz hinzufüge, ich werde jetzt hier mal, ups, dann kann ich einfach, ups, wo war das denn? So, hier unten haben wir jetzt die Tastatur. Ihr seht also jetzt, die Tastatur hat sich hier verändert. Ihr seht auch Zahlen oben drüber. Das bringt also die Größe des Displays mit sich, dass ihr jetzt auch eine Zahlenreihe in dem Keyboard habt hier oben von 1 bis 9 bzw. von 1 bis 0 und dementsprechend da nicht mehr diese Umschalttaste drücken müsst. Ja, haben die Android-Geräte zum Beispiel schon seit Ewigkeiten. Apple ist das jetzt aber das erste Gerät, wo das wirklich möglich ist. Finde ich aber echt persönlich super angenehm, weil ich ja, doch relativ viel mit Zahlen tippe und dann nicht immer da umschalten muss, hin und her zwischen Tastatur und Zahlen drücken. Das ist also für mich super angenehm, muss ich sagen. Da könnt ihr natürlich dann hier tippen. Das geht also ohne Verzögerung. Ihr seht das jetzt hier oben. Da gehen wir wieder zurück hier. Machen das Ganze mal zu. Das reagiert auch alles super flott hier. Da ruckelt also nichts, auch mit dem neuen iOS nicht. Da ist also, ja, gibt es fast nichts sonst zu bemängeln, muss ich sagen.
Da hat also Apple wirklich super Arbeit geleistet bei dem Gerät. Ist natürlich eine stolze Summe, muss ich sagen, leider. Wie gesagt, 12.229 Euro, 12.000 Euro wäre ein bisschen zu heftig. Für ein Tablet-PC ist dann doch schon echt krass, muss ich ja leider zugeben. Aber ist natürlich auch irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal. Denn auch wenn ihr jetzt schaut, das sind zwar 420 Euro mehr als für das größte iPad Air 2 mit 128 GB, also das Vergleichbare nur eben größer. Aber ihr müsst überlegen, das iPad Air ist halt ein Jahr alt, es ist dieses Jahr nicht mehr rausgekommen. Und es hat dementsprechend auch veraltete Hardware. Also nicht veraltet, es ist immer noch sehr, sehr gute Hardware. Aber wenn ich doch beanspruchsvolle Programme drauf laufen lassen möchte, dann ist hier doch die Hardware wirklich um einiges besser. In Benchmarks könnt ihr das nachlesen. Also das iPad Pro schlägt also auch MacBooks, aktuelle MacBooks, ohne weiteres. Und da muss ich dann doch schon sagen, ist der Preis auch irgendwo gerechtfertigt, weil ihr wisst selber, was die MacBooks kosten. Apple-typisch natürlich die Verarbeitung auch, ist immer 1A, da gibt es wirklich nichts dran auszusetzen. Deswegen habe ich da auch wirklich nichts dran zu meckern und bin auch gerne bereit, dann das Geld dafür auszugeben. Ja, ich werde das Gerät jetzt mal ein paar Tage testen und werde dann nochmal ein neues Video rausbringen. Dann wirklich mit Einzelheiten noch mal ein paar Apps installieren, um euch da was zeigen zu können. Und dann werde ich nochmal ein kurzes Video machen mit dem Apple Pencil. Den habe ich zwar schon bestellt vor einigen Wochen, der ist aber immer noch nicht angekommen. Da scheint also Apple irgendwie das verpennt zu haben, da genügend zu produzieren. Ob die sich gedacht haben, naja, möchte sowieso keiner haben. Oder irgendwie gesagt, naja, wir können es produzieren, aber machen es erstmal nicht. Ich weiß es da ehrlich gesagt nicht. Meine soll aber nächste Woche, glaube ich, kommen. Nach ja, 5,5 Wochen Lieferzeit, muss man ja leider sagen. Und dann werde ich euch da vielleicht auch nochmal ein bisschen was mit dem Apple Pencil zeigen. Da habe ich auch schon ein paar coole Sachen ausprobieren können im Apple Store. Da kann man also echt schöne Sachen machen. Wenn ihr Fragen zu dem Gerät habt vorab, dann hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ansonsten abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis bald.